Hallo, was machen Sachen? Ja, ich will mal was Neues ausprobieren. Lustigerweise hat sich was ergeben, worüber ich sprechen möchte, weil ich das halt ganz spannend fand. Der clevere User weiß Bescheid, der kann den Titel lesen. Es geht um das Drama rund um Bayonetta 3 oder vielmehr um die Synchronsprecherin Helen Taylor, die die ganze Zeit Bayonetta gesprochen hatte. Sie hatte Platinum Games ein paar Anschuldigungen an den Kopf geworfen und das ging über Twitter. Wir werden uns das jetzt anschauen. Ich werde ein bisschen was dazu sagen. Und eins vorweg, ich will jetzt hier keine Debatte aufmachen, dass Synchronsprecher zu wenig bezahlt wurden und so weiter. Das ist jetzt nicht das Main-Thema. Es geht mir jetzt wirklich um dieses Drama, wie das alles halt ja, dargestellt wurde, verarbeitet wurde, was dahinter steckt. Dass halt viele Leute gerade im Kunstbereich komplett unterbezahlt sind. Da wollen wir nicht drüber sprechen. Das ist jetzt nicht das Thema. Es geht jetzt wirklich hauptsächlich um dieses eine Drama. Wie wird es dargestellt? Was steckt dahinter? Ja, das Ganze hat sich natürlich auf Englisch stattgefunden, damit auch jeder da halt mitsprechen kann hier in meinem Video. Habe ich mir die Freiheit genommen und habe alles ins Deutsch übersetzt. Also alles, was ihr seht, hat von mir erstellt Untertitel, sowohl die Videos als auch alle Texte, so weiter, die ich einblende, halt Screenshots von Twitter und so weiter. Ich habe auch für euch, für alle, die wissen wollen, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle, Helen Taylors Twitter zum Beispiel auch unten in die Beschreibung gepackt. Da könnt ihr einfach mal alles nachsehen. Vielleicht gibt es auch mittlerweile wieder was Neues. Wer weiß, wer weiß. Und halt generell alle Sachen, die ich halt nutze, verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr einfach mal reingucken. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und starten wir mit dem ersten Video. Es gibt insgesamt vier Teile, also vier Parts. Und ja, let's go. Hello, my name's Helena Taylor, and I am the voice of Bayonetta, and I would like to explain to you why I didn't voice Bayonetta 3. The Bayonetta franchise made an approximated $450 million. That's not including merchandise. As an actor, I trained for a total of 7.5 years. 3 years at the London Academy of Music and Dramatic Art, Lambda, with voice coach Barbara Barkery, and 4.5 years with the legendary Larry Moss in Los Angeles. And what did they think this was worth? What did they offer to pay me? The final offer to do the whole game as a buyout, a flat rate, was $4,000. This is an insult to me, the amount of time that I took to work on my talent and everything that I have given to this game and to the fans. I am asking the fans to boycott this game and instead spend the money that you would have spent on this game donating it to charity. I didn't want the world. I didn't ask for too much. I was just asking for a decent, dignified living wage. What they did was legal, but it was immoral. Uff, das ist doch schon mal eine echt heftige Anschuldigung, die Helen Taylor Platinum Games davor wirft. $4.000 für so eine Rolle, muss man nicht drüber reden, ist doch sehr wenig. Wenn das denn so stimmen würde, das Ganze ist jetzt so Pi mal Daumen eine Woche vorbei. In der Zeit haben sich natürlich auch andere Leute zu Wort gemeldet und es gibt ein paar Sachen, über die wir sprechen müssen, ob das jetzt so stimmt oder nicht stimmt. Es sind nämlich ein paar interessante Sachen dazugekommen. Das Erste, was ich ansprechen möchte, sind diese 450 Millionen Dollar, die das Bayonetta-Franchise denn angeblich eingebracht haben soll, ohne Merchandise. Es gibt keine offiziellen Zahlen von Nintendo oder Platinum Games zu dem ganzen Thema, aber man kann das ja alles so ein bisschen vergleichen. Wie groß ist der Titel, wie oft wurde der gekauft und so weiter. Man hat ja so Vergleichswerte mit anderen Spielen. Ist ja nicht das einzige Spiel, was auf dem Markt ist. Und Bayonetta 1 und 2 haben sich beide so um die 1 Million mal verkauft. Bayonetta 2 ein bisschen mehr, so ich glaube 1,3 Millionen oder 1,4 Millionen, so Pi mal Daumen. Wenn man das so grob zusammenrechnet, kann man sagen, so über 100 Millionen haben sie garantiert gemacht. Vielleicht 150 Millionen, aber diese 450 Millionen ohne Merchandise ist doch eine Zahl, die halt trotz der Größe des Titels und der Firma dahinter sehr unwahrscheinlich ist, gerade ohne Merchandise-Aspekte dahinter.
ist vermutlich, also von mir vermutlich oder von auch anderen Leuten, die sich darüber unterhalten haben, eher eine Zahl, die genannt wurde, um halt größer zu wirken, um Angst zu machen, um zu sagen, guck, die haben so viel und ich, arme Wurst, krieg halt so wenig. Dass sie wenig kriegt, wollen wir nicht drüber reden. Ja, aber wie wenig hätte sie verdient? Dazu haben sie auch Leute zu Wort gemeldet. Ich blende euch hier kurz einen kleinen Text ein, den ich gefunden habe, via Twitter auch. Es haben sich zwei Leute gemeldet, die anscheinend mit diesem ganzen Verfahren halt familiär waren, die damit halt anscheinend vielleicht zu tun hatten. Beide sind anonym, also sie haben ihren Namen nicht genannt, weil sie eigentlich in ihrer Position über solche Verhandlungen nicht reden sollen. Und beide haben vorhin gesagt, dass ja, 4000 Euro waren geplant, aber nicht für das ganze Spiel, wie Helen Taylor halt behauptet, sondern das war ganz anders aufgeteilt. Sie sollte 3.000 bis 4.000 pro Session bekommen, so um die 4 Stunden. Und davon waren 5 Sessions geplant. Heißt jetzt, sie hätte 5 mal 3.000 bis 4.000 Euro gekriegt, dann wären sie ungefähr bei 15.000 für alles. Okay, diese 15.000 waren für Taylor immer noch zu wenig. Sie wollte eine sechsstellige Zahl sowie Anteile an dem Spiel. Platinum wollte das jetzt nicht, also hat das dieses Angebot halt niedergelegt und hat dann halt nach einer Zeit einfach angefangen, okay, Taylor ist es jetzt nicht, wir suchen uns einen neuen Actor für die Rolle. Später soll Platinum dann auch Taylor noch einen Cameo-Auftritt angeboten haben mit einer Session, das hat sie dann aber niedergelegt. So, jetzt haben wir hier eine Situation Aussage gegen Aussage. Helen Taylor, die behauptet 4.000 für alles, zwei andere Leute, die sagen, nee, war nicht so, 15.000 ungefähr für alles. So, und jetzt haben wir Pat. Ja, diese Pattsituation hat nicht sehr lange angehalten, denn die liebe Helen hat sich relativ schnell verquatscht und hat halt zugegeben, dass das erste Angebot, was sie bekommen hat, nicht 4.000, sondern tatsächlich 10.000 waren und dass sie dann halt Verhandlungen getroffen hat. Dazu kommen wir dann später ein bisschen mehr, wenn es zum dritten Part geht. Ja, schon ein bisschen doof, wenn man sich halt selber verrät, dumm gelaufen. Wirft jetzt nicht das beste Licht auf sie. Es gibt aber leider, wie ihr seht, noch ein bisschen mehr, was ich euch zeigen möchte, da Dennis ist halt nicht bei dieser Sache stehen geblieben, sondern es wurde immer noch ein bisschen mehr obendrauf geschlagen. An der Stelle ist schon halt echt doof, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt gelogen, die wollten mir doch deutlich mehr geben, wie ich gesagt habe, auch wenn das, was angeboten war, immer noch relativ wenig ist, das will ich nicht leugnen, aber sie legt halt immer noch eine Schippe drauf und eine Schippe drauf und zieht halt sich selbst und halt dieses ganze Synchronsprecher-Arbeitsbereich so mit in den Dreck. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, was denn alles so passiert. Eben zum einen ist es halt irgendwo schon ein bisschen lustig, aber ist halt auch traurig, was halt noch so genannt wird, weil sie halt wirklich eine ganze Arbeiterklasse halt so durch ihre Aktion eigentlich so durch den Dreck zieht. Und das ist halt nicht schön. Ich kann zwar verstehen, dass man wütend ist, weil man wenig verdient. Ich glaube, da können viele mit nachvollziehen, dass man halt für seine Arbeit auch anständig bezahlt werden möchte. Aber das, was jetzt gebracht wurde, ist nicht der richtige Weg. Das geht in die falsche Richtung. Man macht halt nicht nur sich zum Deppen, sondern halt ein ganzes Genre zieht man mit runter. Das ist nicht so die feine englische Art, nenne ich es jetzt mal. Ja, gehen wir dann einfach mal weiter in Part 2. Now, those of you who follow me on Twitter know that I'm more of a lover than a fighter, and sometimes think I'm not very much like Bayonetta at all, but I guess I am a little bit more like Bayonetta than I thought. I understand that boycotting this game is a personal choice, and there are those that won't, and that's fine. But if you're someone who cares about people, who cares about the world around you, who cares about who gets hurt with these financial decisions, then I urge you to boycott this game. I decided to do it to stand up in solidarity with people all over the world who do not get paid properly for their talents. Fat cats cream off the top and leave us the rotten crumbs. Ja, Part 2 geht eigentlich nur ein bisschen länger. Wie gesagt, ihr könnt Twitter-Thread unten angucken, aber in diesem Abschnitt ist allein schon das vorhanden, was ich für wichtig empfinde. Der Rest erspare ich euch. Im Prinzip ist das, was sie gerade gesagt hat, auch nochmal durchgezogen für den Rest des Videos, also für den Rest dieses Partes. Sie wirkt sehr emotional und auch für mich, finde ich, sehr emotional manipulieren. Also sie geht sehr stark darauf ein, dass sie sich ja für andere auch damit jetzt einsetzt.
für Leute, die halt per se erstmal zu wenig Geld haben, dass das halt. Es ist ein aktuelles Thema, ja, aber es hat halt mit ihrem Fall wenig zu tun. Und für mich wirkt es so, als würde sie dieses jetzt einfach nur hineinziehen, um A von dem, was sie getan hat, abzulenken, da sie ja halt falsche Zahlen etc. genannt hat und halt die Diskussion so ein bisschen umzulenken und halt auch um diese Diskussion emotional zu machen, weil es ist ein scheiß Thema, ich weiß. Es wird auch generell ein bisschen über Mental Health kurz angeschnitten. Wie gesagt, Videos sind nicht sonderlich lang. Das sind alles Themen, die sind emotional, die sind halt ja auch aktuell, aber sie haben jetzt in dieser Diskussion nichts zu suchen. Das ist die, also ich würde sagen, also von meiner Seite aus sind diese Themen nur reingenommen worden, um halt emotional zu schüren, um wütend zu sein, um halt gar nicht so das Thema im Auge zu behalten, sondern einfach wütend darauf zu sein, weil gerade Kacke ist und dass das halt auch ein Thema ist, das halt Kacke ist, mit dem sich halt viele identifizieren können, dass sie halt einfach zu wenig verdienen für das, was sie tun. Mal ehrlich, wer kommt sich denn gerecht für das, was er tut, denn bezahlt vor? In der heutigen Situation wahrscheinlich die wenigsten. So, jetzt kommen wir noch zum Part 3, wo sie so ein bisschen auf die Verhandlungen eingeht, was da so grob passiert ist. Es gibt noch einen Part 4, aber den erspare ich euch. Das ist mir so ein religiöses Gedöns. Das fügt gar nichts zur Konversation hier gerade zu bei, also lasse ich das raus. Ich wollte euch aber informieren, dass das vorhanden ist. Wer da Lust drauf hat, unten in der Beschreibung ist alles verlinkt, der könnt euch das angucken. Ich mache es jetzt in dem Video nicht, weil ich gesagt, es fügt halt dem Inhalt nichts hinzu. Es ist halt da, aber es gibt keinerlei Informationen zu dem, was wir gerade so ein bisschen diskutieren. For those of you who are interested, I'd like to go into a little more detail about the back and forth. The first thing was I was required to audition again, because sometimes voices change with time. So I auditioned for the role and obviously passed with flying colours. They then sent me an insulting offer. So I thought, you know what? I'm going to write to Hideki Kamiya. I'm going to write to him and ask him for what I'm worth. So I got a friend who has been in business in Japan to write in Japanese to him. I know he read it because I got a reply. I got a reply saying that he values greatly my contribution to the game and that the fans really want me to voice it over. And he The memory of first meeting me as Bayonetta is a memory I hold dear. So I thought, great, thank God. That was when they offered me $4,000. Do you know, Platinum had the cheek to say that I was busy, that they couldn't make it work with Miss Taylor's schedule. Well, I had nothing but time. So, wir machen hier mal einen Cut. Der Part lässt sich gut in zwei Teile einteilen, finde ich. Im ersten Teil kriegen wir tatsächlich ein bisschen was an Informationen, auch wenn es nur so ein Fitzelchen ist, zu dem eigentlichen Thema, um das es geht. Wie gesagt, auch wenn es nicht sonderlich viel ist. Zum einen kriegen wir halt gesagt, wie die Vorgeschichte so war, dass sie halt wieder zu den Auditions gehen musste, vorsprechen musste, was halt vollkommen normal ist. Ich finde es ein bisschen weird, dass sie das halt hinzufügen musste, weil es eine der wenigen Sachen ist, die tatsächlich mit dem Fall jetzt zu tun haben. Eventuell hat sie das genervt, dass sie auftreten musste, auch wenn sie, wie selbst gesagt, dass das vollkommen normal ist. Aber da das halt einer der wenigen Punkte ist, die zum Thema gehören, nehme ich an, das hat sie vielleicht ein bisschen genervt. Vielleicht soll es auch irgendwie ein Lückenfüller sein, dass sie einfach ein bisschen länger was zu reden hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es kam mir ein bisschen weird drüber, dass sie darüber gesprochen hat. Noch weirder fand ich den Karen-Move, den sie gebracht hat, von wegen, ich habe hier ein Angebot erhalten von Leuten, die dafür zuständig sind. Das gefällt mir nicht. Ich wende mich einfach an eine höhere Position, in dem Fall Hideki Kamiya. Sorry, wenn ich den Namen butcher, das ist nicht böse gemeint. Wer den Mann nicht kennt, der war bei Bayonetta 1 der Direktor und bei Bayonetta 2 Supervisor, also doch schon eine höhere Person, dass halt dieser direkt angeschrieben wurde. Und mehr Informationen kriegen aus diesem Stück Video jetzt nicht wirklich. Aber sie hat ja nicht nur die Videos gemacht, sie hat auch ein paar interessante Sachen geschrieben. Auch bezüglich dieses Abschnittes gab es nochmal einen interessanten Tweet, wo es heißt, das erste Angebot waren 10.000. Okay, jetzt sind es auf einmal 10.000, nicht mehr 4.000 für alles. Und nachdem sie Hideki Kamiya angeschrieben hätte, hätte sie nochmal zusätzlich 5.000 dazu bekommen sollen. Also wären wir auch wieder bei 15.000.
Da hätten wir ja schon mal die gleiche Zahl. Das ist doch schon mal ein bisschen legit. Aber jetzt kommt sie halt mit einer ganz anderen Story, nenne ich es jetzt mal, und ganz anderen Zahlen um die Ecke. Ist jetzt nicht sonderlich vertrauenswürdig für die gute Frau. Wir haben halt generell sehr wenig Beweise. In dem Fall ist es alles mehr so Quelle, vertrau mir, Bruder. Und dass sie sich halt konstant halt selbst widerspricht, spricht nicht für sie, mal ganz ehrlich. Ich bin gespannt, ob Platinum Games oder Nintendo irgendwas dazu sagen oder sagen, ja, juckt mich nicht, lass sie doch. Ich mache weiter, wie ich will. Ganz ehrlich, sind ja große Franchise, gerade Nintendo. Ich glaube nicht, dass Nintendo sich großartig dazu äußern wird. Vielleicht Platinum Games oder die denkt sich ja, die schießt sich selbst im Knie. Warum soll man da noch was dazu sagen? Ist mir jetzt zu anstrengend. Ja, dann hat sie noch ein bisschen was zu ihrer, ja, Nachfolgerin zu sagen. Das fand ich sehr interessant. Schauen wir uns das auch noch mal an. They now have a new girl voicing her over. And I love actors. I wish her all the joy in the world. I wish her all the jobs. But she has no right to say she is the voice of Bayonetta. I created that voice. She has no right to sign merchandise as Bayonetta. Any more than I have the right to sign as Eva Green, even though I was her parrot on the video game The Golden Compass. That portrayal is hers and hers alone. They'll probably try and do a spin-off with Jan. Don't buy that either. Ja, der letzte Abschnitt war doch eigentlich ganz amüsant. Resolved hier anscheinend sie auf ihre Nachfolgerin ist. Sie sagt zwar, ja, bin ja gar nicht wütend und ist ja gar nicht so schlimm und ich wünsche ihr alles Gute der Welt. Aber irgendwie glaube ich ihr das nicht so wirklich. Allein, dass sie sagt, die neue Schauspielerin dürfe sich jetzt nicht als die Stimme von Bayonetta betiteln. Finde ich jetzt schon mal Blödsinn. Wenn sie Bayonetta im dritten Teil spricht, darf sie sich auch so nennen. Sie darf von mir aus auch Merchandise unterzeichnen. Das ist jetzt nicht, was Helen Taylor sich zu eigen machen kann. Da sie ja halt im dritten Teil die Rolle nicht spielt, ergo muss jemand Neues hin und der Neue hat genauso das Recht, sich so zu betiteln, wie sie es möchte. Den Vergleich, den Helen Taylor noch bringt, fand ich noch absurder, dass sie sich ja auch nicht Evergreen nennen dürfe, obwohl sie ja den Charakter Serafina im Spiel Der Goldene Kompass gesprochen hat. Ja klar, du darfst dich nicht als anderen Schauspieler betiteln. Das macht hier irgendwo Sinn. Hätte sie jetzt gesagt, ich dürfe mich nicht als die Stimme von ihr, von dem fiktiven Charakter der Serafina, den sie gespielt hat in der Golden Kompass. Sie dürfte sich als fiktiven Charakter ja bezeichnen. Sie hat dem Charakter, der nicht existiert, eine Stimme gegeben, also kann sie sich als die Stimme dieses Charakters doch betiteln. Das spricht jetzt nichts dagegen. Als eine reale Person, weil man ja diese reale Person oder die Rolle der realen Person ja überspricht. Ist weird. Das ist ein weirder Move. Ich vergleiche einen fiktiven Charakter gegen eine real existierende Person. Der Vergleich hinkt komplett. Ich verstehe nicht so ganz. Klingt mehr so, mehr nach, klingt für mich mehr so nach trotzigem Kind, was da jetzt der letzte Move war. Es war sehr, sehr weird. Auch zum Schluss nochmal so komplette Trotzreaktion. Ja, es wird vielleicht eventuell einen Spin-off mit Jane geben, ja, kauft das auch nicht und dann halt Video beendet. Das ist mir so, ja, ich bin jetzt ein trotziges Kind, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, ich fand das ganze Thema rundherum doch ein bisschen spannend. Vielleicht fand es jetzt sein oder auch spannend. Wie gesagt, ich will jetzt hier kein Fass aufmachen. Wurde sie genug bezahlt? Ja, nein. Mir ging es wirklich um dieses, wie sie damit umgegangen ist. Erst zu sagen, ja, es wurde mir für alles 4.000 Dollar gegeben. Dann kam im Laufe raus, ja, es war für alles 10.000. Und wie ich mich dann beschwert habe, habe ich nochmal 5.000 draufgekriegt. Und eine andere Quelle hat ja dann auch bestätigt, dass es um 15.000 Dollar geht, die sich ein bisschen anders aufgedröselt haben, wie sie behauptet hat. Aber das ist ja nicht so schlimm. Am Ende haben wir so ungefähr 15.000 Euro wurde genannt. War ihr zu wenig, ob das jetzt legit war, ob sie wirklich für die Rolle zu wenig bezahlt wird. Ja, nein, das will ich jetzt, wie gesagt, nicht aufmachen. Mir ging es um dieses Drumherum. Wie gesagt, es gibt noch einen Part 4, aber das ist halt so ein religiöses Gedöns, was halt so gar nichts zum Thema beitragt. Es ist vorhanden, ihr könnt es euch angucken. Ich pack's jetzt hier nicht rein. Und ja, wie fandet ihr das generell? Ich wollte einmal mal was Neues ausprobieren, wollte einmal mal über Sachen sprechen. Und ja, wäre cool, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Und ja, vielleicht mache ich sowas öfters. Vielleicht auch mal was Deutsches, je nachdem, was mich so interessiert. Vielleicht, ich werde mich wahrscheinlich mehr so Richtung Videogames gucken, weil das ist das, was mich interessiert. Mal sehen. Vielleicht finde ich aber auch irgendwas anderes interessant, worüber wir mal reden sollen oder wollen können.
hätten sollten, müssten, keine Ahnung. Ja, und dann, wenn ihr es bis hier geguckt habt, lasst doch mal ein Like, einen Kommentar und so Quatsch, alles da. Ja, dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns oder hören uns im nächsten Video.